Ja. Ich bin bereit. Der Weg zur Oberfläche ist frei. Viel Glück. Ja, danke. So. Was kann ich tun? Wurde aber auch nicht. Erstmal kurz Imoin heilen. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Weiter auf. Und wie fast auf die Decke kriegst. Solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Ja, Kettenhemd und Bolzen und dann ist er ja noch Freiherr, aber gerne. Etwas hypnotisiert. Deswegen Quick Save. Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Und Level jeder aufsteigen. Hamster hat mal seinen großen Tag. Stufenaufstieg. Tod reduziert um Rettungswürfe jeweils. ETW 3 Trefferpunkte. Ja, das ist nicht schlecht. Jede Bade kann ich leider immer noch nicht steigern. So, Keldorn. Stufenaufstieg. Auch sehr viele Reduzierungen, ein ETW, ein Sagenkunde noch dazu und 3 Trefferpunkte ist auch okay. Harry. Stufe 4, 5 und 7 Priesterzauber. Ein Trefferpunkt. Priesterzauber. Stufe 4. Was nehmen wir denn da? Ich würde mal sagen, noch mehr Heilung. Heilige Macht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich selber Heilige Macht könnte, wobei ich es nicht so oft benutzen werde. Schutz vor Lebenskraftentzug wäre auch nicht schlecht. So, Stufe 5. Noch ein Flammenschlag. Oh, wir haben endlich mal Stufe 7. Wir könnten Auferstehung. Dieser Zauber edelt dem Zauber des 5. Grades Tode erwecken. Allerdings hat Auferstehung den wiederbelebten Charakter auch gleich vollständig, sodass er sofort, dass er sich sofort wieder ins Abenteuer stürzen kann. Und Auferstehung wirkt auch auf Elfen. Im Gegensatz zu Tote erwecken. Mit Hilfe des Zaubers kann der Priester einen toten Zwerggnomen, Halbelf, Halbling, Elf, Mensch oder Ork das Leben zurückgeben. Ach, das geht jetzt auch auf Elfen. Wenn der Körper bei der Erweckung nicht vollständig ist, fehlen dem Wiederwecken die entsprechenden Gliedmaßen oder Körperteile. Der Wiederweckte hat nur einen Trefferpunkt und kann ganz normal durch Rast oder Heilzauber geheilt werden. Ja. Das hier ist normale Genesung. Dieser Zauber erhöht das blablabla Niveau. Der Zauber hebt jeden Form auf. Das Wirken des Zaubers ist beim Priester äußerst anstrengend. Nö, brauchen wir nicht unbedingt. Schild der Archonen. Der Priester absorbiert einen Zaubergrad je 2 Stufen des Priesters. Dies betrifft auch Zauber von Schriftrollen und zauberähnlichen Fähigkeiten. Flächenzauber, die nicht auf den Priester zentriert werden und flächendeckende Zauber, die stationär sind, sowie Todeswolke oder stinkende Wolke, werden vom Schild der Engel nicht betroffen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Sonnenstrahl. Tor. Tor ist böse. Mit Hilfe dieses Zaubers ruft der Priester ein mächtiges Wesen von einer anderen Ebene herbei, und zwar einen Höllenstundschleuser. Das Wesen greift seine Feinde an, und wenn der Priester nicht sehr vorsichtig ist, auch ihn und seine Freunde. Der Priester muss zuerst Schutz vor dem Bösen auf sich und seine Gefährten wirken, oder der höhere Teufel bemerkt sie und reißt den Zaubern und seine Gefährten in Fetzen, um sich dann an ihren Überresten zu laben. Wirkungsdauer 33 Runden, also 3 Minuten und... naja, fast 3,5 Minuten. Symbol der Furcht. Symbol der Betäubung. Symbol Tod.
Ja, Symbol Tod war das Symbol auf der Fläche, Verwirrung, Erdbeben, Feuersturm und natürlich Finger des Todes. Nehmen wir einfach mal Symbol Tod, das ist immer so lustig. So. Dum, dum, dum. Oh ja, bei Minsk fehlt ja, glaube ich, auch noch ein. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit loszuschlagen. Nö. Ich glaube, Minsk kann auch bereits alles, was er haben kann. Ja, Immun, die braucht dringend noch ein paar Level-Ups. Eri geht so einigermaßen. Und ja, Hira eigentlich auch. Habt ihr einen Plan? Wo sagt ja bitte? Führt mich an, mein Freund. Wahrer Blick sollte ich auch öfter mal benutzen. So, Schwierigkeitsgrad habe ich hochgesetzt, oder? Ja. So, wenn ich mich auch richtig erinnere. Ja, wir sind auch wieder normal. Und wir haben eine leichte Armbrust gekriegt, die wir aber nicht identifizieren können gerade. Gut. Fragt nur. Machen die eigentlich Rüstungsklasse? Ach nee, das ist das, was einmal Wenn täglich jetzt heilt. ihr müsst. Gut, das heißt, wenn wir jetzt hier durchgehen. Wir waren übrigens jetzt im wieder im Quatu Dungeon. Sollten wir jetzt bald an die Oberfläche kommen? Gott sei Dank. Natürlich. Jetzt müssen wir uns aber erstmal durch die Jungs durchprügeln. Okay. Ein Erdelementar, ein Drow. Die Pflicht ruft, ich verstehe. Los, Spuck ist verstanden. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja. So, jetzt erstmal hier die Drow-Magier loswerden. So, Minsk heilen. So. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Da ist nichts Besonderes, was wir gebrauchen könnten. Die hat einen Stab dabei. Oh, die sind sehr freundlich hier mit aufgespießten Leuten. Ja, keine große Herausforderung. Aber wenn ich richtig weiß, ist der Dungeon auch nicht wirklich groß. Der dunkle Feind ist da, greift an, auf das die Wälder, die wieder den Tritt ihrer Schritte spüren. Für Sultan Esala. Hey da, ihr seht dich aus wie unsere dunklen Feinde. Begebt euch an die Oberfläche und erstattet Elan umgebend Bericht. Zurück, Drow, zurück in die Tiefen, die ihr Heimat nennt. Ich werde solche Wesen wie euch nicht zwischen den Bäumen von Sultan Nizala dulden. Bei Torf,
So. Seldarin wachen über uns. Heute ist der Sieg unser. Fleht von diesem Ort, sonst werdet ihr in Folge unglücklicher Umstände fallen. Begibt euch in die Oberwelt und erstattet Elan Bericht. Er wird euch für eure Sicherheit, er wird für eure Sicherheit sorgen. Ein Edelsteinchen und die Drow, die tragen auch nur ihre Ausrüstung. Hm, was möchtet ihr? Ach je, hi. Das Hauptmobil. Ihr habt. Torm ruft euch zu, sagt Spack. Ja, hier unten geht's. Haben die Drow noch ein bisschen Freiraum? Nächstes Mal. Spür die Hand der Gerechtigkeit. Ruft euch zu sich. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig aufhören. Guten Tag. Seid mir gegrüßt. Ihr seid kein Drow. Begebt euch an in die Oberfläche, ehe ihr zwischen die Fronten geratet. Elan wird sich um eure Sicherheit kümmern. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Ja, noch sind wir im Unterreich, laut Karte. Aber jetzt nicht mehr. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Und damit sollten wir auch Akt 5 beendet haben. Soweit ihr auch schon gereist seid. Diese letzten paar Meter bis zur Oberfläche scheinen die längste Strecke zu sein, die ihr je zurückgelegt habt. Eure Erleichterung, wieder das Licht der Sonne zu erblicken, ist fast greifbar, obwohl ihr eigentlich nicht vor der Dunkelheit des Unterreichs geflohen seid, sondern vor dem allgegenwärtigen Verrat. Doch obwohl der Schauplatz der Handlung nun ein anderer ist, sieht eure unmittelbare Zukunft alles andere als friedvoll aus. Dieses Gebiet hat in vielen der jüngsten Schlachten als Aufmarschgebiet gedient. Und nach den Gesichtern der belagerten Elfensoldaten zu urteilen, die sich euch nun nähern, ist es noch lange nicht vorbei. Wir werden die Herzwälder niemals unseren Feinden überlassen. Hört und seid gewarnt. Alle, die zur Oberwelt durchbrechen, werden zurückgedrängt werden. Wartet, ihr seid kein Drow. Wären wir ein Drow, wärt ihr wahrscheinlich schon längst tot mit eurem Gesabbel. Ihr solltet euch nicht in dieser Gegend aufhalten. Seid ihr ein Kollaborateur? Habt ihr die Oberwelt an die Teufel unten verraten? Ich heiße Talisa, ich habe mit den Drow gekämpft, um Irenikus zu finden. Ich bin nicht so weit gekommen, um mich jetzt vor euch anklagen zu lassen. Greift an, wenn ihr wollt. Meine Aufgabe wird nicht warten. Ich werde weder euch noch sonst jemand Antwort geben. Ich bin durch die Hölle gegangen, jetzt bin ich nicht in bester Stimmung. Euer Konflikt mit dem Drow geht mich nichts an. Ich habe meine eigenen Gründe, Irenikus zu suchen. Nehmen wir die 1. Ihr kennt Irenikus, ihr werdet sofort mit Inahan reden. Er wird eure Beziehungen zu diesem Scheusal klären. Selbstverständlich, wenn dieser Elhan etwas über Irenikus erzählen kann, bin ich gern bereit, ihn zu treffen. Ich habe meine eigenen Belange, um die ich mich schnell kümmern muss. Dieses Treffen darf nur kurz sein. Ich werde im Auge behalten, was hinter mir geschieht. Ihr werdet es bedauern, wenn es eine Falle ist. Nehmen wir die 1. Über euer Schicksal wird in Kürze entschieden werden. Ihr werdet bewacht werden, bis Elan zu euch kommt. Irrt euch nicht. Ihr steht unter ständiger Beobachtung. Die Seldarin wachen über uns. Heute ist der Sieg unser. General Sovalidas, willkommen. Ja, willkommen. Ihr lasst euch wissen, dass ich euch nicht traue. Ich habe keinen Grund, euch zu trauen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich euch trauen muss. Ohne Zweifel trifft auf euch das Gleiche zu. Also, wollt ihr mir nach diesem unverständlichen Eingeständnis sagen, was hier eigentlich los ist? Ich will nur helfen, obwohl ich nicht von großem Nutzen sein werde, wenn ich nicht weiß, was hier vor sich geht. Das ist mir egal. Ich suche nach Johnny Renikus und seiner Schwester Bodhi. Und das soll mir etwas ausmachen, warum? Ich werde euch gerne helfen, während ich meine eigene Suche nach Johnny Renikus fortsetze. Nehmen wir mal das. Ich verstehe, ihr erwähnt ein paar sehr interessante Namen. Namen, die ihr nur kennen könnt, wenn ihr Feinde unserer Feinde seid oder deren Freunde.
Ich bin unschlüssig. Elan wird nach euch sehen. Er wird dafür sorgen, dass ihr es bequem habt und dass ihr alles über euch enthüllt. Er ist sehr erfahren und er kennt den Feind. Passt auf, dass ihr ihm gehorcht. Unabhängig von euren Absichten, wenn ihr irgendeinen von meinen Elfen hier angreift, werde ich euch auf der Stelle töten lassen. Wir sind eine ganze Legion, seid euch da sicher.